Ja, Leute, wir sind zurück. Michi ist noch immer sauer, oder? Ja. Ja. Bullshit. Ja, wir haben es gerade ein bisschen analysiert, kurz in der Aufnahmepause, 10 Sekunden lang. Scheint echt so, dass der so unglaublich viel Geld gehabt haben muss. Wir müssen in den Aufnahmen nachschauen, weil wir haben den ja angeklickt, dass der sich halt so viele Söldner aus dem Hut gezaubert hat und jetzt sind die Söldnerverträge ausgelaufen, wäre meine Vermutung. Weil so ein 1500er Söldnertrupp, oder hier sieht man 750 Söldner, kosten 317. Der hatte, glaube ich, echt nicht mehr das Geld zu verlängern. Und jetzt, ja, haben wir ihn da gerade mal ein bisschen besiegt. Die Versorgungsdichte ist bei meinen noch recht gut. Und meine Verbündeten sind da. Wie schaut's bei dir aus? Konntest du schon ein bisschen auffrischen? Ja, ich bin schon wieder voll, aber ich bin 280 im Minus, also. Okay, also, ja. Ich werde das wohl für die nächsten 20 Jahre nichts machen. Kannst du irgendwie in Richtung Frömmigkeit gehen, dass der Papst dich mag? Also von. Ja, überleg gerade, irgendwelchen Ratsmitgliedern, dass die da was machen können? Nage. Ich habe leider keine 250 Frömmigkeiten und ich weiß auch nicht, wie ich an welche komme. Wahrscheinlich durch eine Pilgerreise oder so. Das können wir es probieren, aber. Ja, das kostet ja auch Geld. Ja, stimmt. Ja, bei mir sind die Söldnertrupps jetzt auch ausgelaufen, das heißt, ich habe jetzt auch gerade nur noch 3000 Mann. Wie viel habe ich noch nicht ausgehoben? 7! Okay. Wo fährt der jetzt hin? Spielzeugflügel aus Ton wurde vernichtet, okay. Ein Artefakt ist also eingegangen bei mir. 16 Monate, 16 Monate. Diese Belagerung, also die Stufen. Ja, der geht auf meine Hauptstadt. Der geht tatsächlich auf meine Hauptstadt. Der fährt einfach an allem vorbei. So habe ich in der Hauptstadt eigentlich nichts. Mann, das ist so ein Penner, echt. So. Ich kann 10 Mann ausheben, das bringt nicht viel. Wie viel Mann hat der? 2700. Michi, ist das frustrierend. Ja, wie sagst du das? Ja, ich habe Söldner angeworben, dass die mir zumindest ein bisschen helfen. Stehen jetzt da mit 700 Mann. Aber ausgeglichen, der Gegner hat zwar mehr Einheiten, aber so schlecht schaut das gar nicht aus. Nein. Naja. Also meine 700 kämpfen gerade gegen 2700. Und die brechen jetzt ab und versuchen da wahrscheinlich zu Hilfe zu eilen. Ja, also wenig überraschend verlieren wir da. Aber wenn meine Verbündeten rechtzeitig kommen, könnte sich das sogar ausgehen. Boah, Michi, es ist so zart. Es ist wirklich zart. Die Stadt wird jetzt. Ja, worauf habe ich denn jetzt gedrückt? Belagert. Die Maschine dann dort runter. Okay. Wie viel kann ich ausheben? 386. Das hilft mir nicht viel. Aber ich werde dort vielleicht dort unten ausheben. Damit haben wir 900 Mann. Mann, ich habe gedacht, die helfen mir. Eiern die wieder da unten rum. Eminem wird erwachsen. Immerhin. Und schon wieder irgendwie auf die Welt gekommen. Oder was, dass ich irgendwas verkaufen könnte? Ich kann jetzt wirklich. Dich kannst verkaufen.
verkaufe mein Leben. I need money. Hier ist ein guter Ratsverwalter. Mach mal Steuern eintreiben. Bring mehr Geld. Es gibt eine Eigenschaft, Großalmosenier. Das heißt. Ah. Ich habe bei der Belagerung eine gute Gefangene genommen. Ich bin froh, dass meine Antrittsplätze wenigstens in 3 Jahren fertig sind. Ja, das ist gut. Ich habe wenigstens mehr Kriegsvolksregimenter. Ja. Wie viele hast du dann? Eins mehr und alle können um 2 größer werden. Okay, cool. Also die Verbündeten gehen halt auch die ganze Zeit da ziemlich auf die Nerven, muss ich echt sagen. Er hat 26. Meine nackte Nichte wollte meine Frau umbringen? Was? Nein, einen Gast umbringen. Hey, jetzt kommt man nicht. Wie viele Intrigen. Ich bin schon so verzweifelt. Versuche den gerade in einer Tour da oben einfach nur mit allem, was ich habe, anzugreifen. Was? Sorry, es ploppt gerade auch wieder alles auf. Ja, es ist. Vom Geld her geht sich jetzt auch nichts mehr aus. So, ich konnte Gold vom Papst da bitten. Okay, das ist schon mal wichtiger. Das heißt, ich bin jetzt wieder im Plus. Immerhin. Ich bin schon wieder am Saufen, dafür geht meine Anspannung runter. Das heißt, ich werde den Anspruch dieser Gemeinde wieder erneut fingieren. Ich will das haben. Einfach stur. Oh nein, Bauern. So. Wo ich denn wenig Gemeindekontrolle? Ich hab's gerade auf 62% runtergedreht. Ah, weil mein Verbündeter gekommen ist und meine Stadt gerade gerettet hat. Boah. Okay, ja, ich hab ein bisschen wenig Kontrolle. Das ist gerade echt nicht so schlecht. Er hat gerade nur noch 1300 Mann. Ich belagere jetzt mal seine Hauptstadt. Bin mittlerweile 1000 Prestige im Minus, weil ich minus 8 mache. Boah. Okay, 1000 Prestige im Minus ist ordentlich. Ja, also ich sag ganz ehrlich, das wird wohl der Suizid dann lösen. Wir bist denn schon 53. Ja, ja, die paar Jahre. Gott sei Dank hast du Kinder. Ja, ich habe ja einen super Erben, also so gesehen ist es dann eh nicht so schlecht, aber ja. So, das ist auch nicht so schlecht. Wieso habe ich Agatha ein? Man, es ist so mühsam mit den ganzen Entscheidungen. So, jetzt geht er da runter. Jetzt versucht er wahrscheinlich seine Hauptstadt da zu retten. Geld hat denn der Sack jetzt? 280. Okay, damit kann er nicht viel machen. Bisschen was. Klosterscheier wird belagert, okay. Das geht wahrscheinlich schneller. 11 Monate. 10. Ha! Ich bin einen Monat früher fertig bei seiner Hauptstadt. Der Bauernpöbel hat sich aufgelöst. Bitte. Oh, da kommt noch mehr von ihm. Ah, ich glaube, der hat schon wieder Söldner genommen. Der hat 1400 Söldner, ja. Ja, die belagern gerade meine Armee darum. Der hat noch immer 341 Gold. Der hat schon wieder mehr gekriegt. Ich habe gerade vorhin geschaut, da hat er 280 gehabt. Ich glaube, ich weiß nicht, schummelt der?
Das kann sein. Ja. Aber mein Verbündeter ist wenigstens ganz fleißig da bei mir. Lösegeld akzeptiert, sehr gut. Irgendwie dann was alle in den Griff bekommen. Wieso? Wegen dir meinst du dann? Ja, dass der, nein, dass der da beim Gegner mitmischt. Obwohl er dein Vasall ist, ist irgendwie auch schräg. Mhm. Ja, man. Das. Boah. Philipp, das verstehe ich. Also, meine Vasallin in Island hat schon 2600 Mann. Sehr gut. Und hasst mich ohne Ende. Eine Vasallin in Island? Ja. Also kann sein, dass mir da ganz Island mal wegfällt. Ich meine, ich habe sie unabsichtlich. Ich habe sie unabsichtlich eingenommen. Also, wenn es weg wäre, wäre es jetzt auch nicht so tragisch. Vielleicht sollte ich die freigeben. Nein. Mein Reich muss wachsen. Wachsen. Im Moment schrumpft es nur, weil mich irgendwie mein südlicher Freund da in einen Krieg gezogen hat. Na. Im Endeffekt hat sie gepasst. Ich wollte sie genauso machen. Das war echt nicht so zu erwarten. Na, dass der auf einmal so brutal viel hat. Vor allem der verdient noch so. Der verdient nur 3,6 Gold im Monat, ja? Ja. Aber der ist jetzt gerade von 360 Gold auf 420 Gold gesprungen. Ich weiß nicht, was der macht. Ist er so frömmig? König Louis könnte sich dem Krieg als Gegner anschließen. Oh. König von den Westfranken, 7000 Mann. Ja, weil er mit denen verbündet ist. Hm, cool. Aber ich hab wenigstens seine Hauptstadt gleich mal. Ja, wenn es denn da jetzt Lucky erwischt. Na. Bin bei minus 37. Muss jetzt instant drauf gehen. Ja, König Louis tritt dem Krieg bei. Also jetzt ist over. 7000 Mann. Mann. Um das Gemeindevieh gehen, oder? Das hat dann eh keinen Sinn. Ich überlege gerade, ob ich alles auflöse und mich auf Irland konzentriere jetzt. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich mich ausbreiten soll. Ich bin zum Struggeln. Aha. Okay, er kommt gerade mit 7000 Mann. Okay, das mache ich. Barcelona, was anderes bleibt mir nicht übrig, da unten. Also ich kämpfe gerade gegen die Armee von König Louis. Ah, wie schön. Aber wir haben mehr als er. Was? Ich bin gestorben. Was? Sache echt ist. Ja, das löst dann wohl dein Ruhmproblem, oder? Ja, ich habe 200 plus. Oh mein Gott. Moment, ich muss auf Pause tun. Was ist denn jetzt los? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Trank sich zu Tode? Nein. Okay, ja gut. Mein neuer Erzbischof mag mich nicht. Die Fraktion, die mich zum Ziel hat, hat sich aufgelöst. Wir haben 7 Vasallen, die mich alle hassen. Also ich glaube, genau so scheitern dann die großen Nationen mit der Zeit. Ich wünschte, dass ich überhaupt so weit kommen würde. Diplomatie. So. Dann gehen wir auf Prestige. Verlobte können heiraten. Ja, who cares? Leere Ratsposten. So. Oh Gott. Ratskanzler. So, und jetzt muss ich halt einfach lauter Vasallen nehmen. Der hat 16 Verwaltung. Dann muss ich den gleich mal rauskicken. Ich muss das gerade so in den Griff kriegen, dass ich meine Vasallen überall da einsetze im Rat. Vor allem die Mächtigen.
Damit da jetzt nicht alles den Bach runtergeht. Oberhäuptling, Herzensbrecher, das ist der. Den haben wir da eh schon. Höflingin. Da haben wir auch einen Vasall. So, also ich habe jetzt vier Vasallen im Rat. Was sagen? Ja, ich werde schauen, dass ich den Krieg unten beende. Ich werde kapitulieren. Bezahl 85 und 150 Prestige. Aber ich muss das beenden. Das ist jetzt schon hart zermürbend. Und er hat jetzt irgendwie nur noch 124 Gold, aber Ja, ich dass habe jetzt jetzt. Westfranken dazugekommen sind, ist halt. Ich habe abgebrochen. Das heißt, ich bin jetzt mit Prestige übel im Minus. Und das dauert jetzt auch noch, bis ich meine Armeen aufgefüllt habe. Kann ich. Bringt irgendwas, die die Söldner aufzulösen? Eigentlich nicht, weil ich habe sie bezahlt, gell? Das ändert nichts dann. Ja, das hast du Okay. bezahlt für den Ich glaube, ich kann sie nämlich nicht Dienstbeitrag. mal. Oh! Extravagante Hochzeit. Sehr schön. 350 Prestige. Gut, ich bin wieder im Plus. Dann veranstalte Let's ich go. eine Jagd. Und dann schauen wir, dass man das irgendwie. In 12 Monaten, also in einem Jahr, kann ich mehr rekrutieren. Das ist auch spitze. Ja. So, Gefangene können Lösegeld bringen. Das ist gar nicht so wenig. Hast du da schon geschaut? Ich habe leider keine Gefangenen. Ah, okay. Kann gerade keine Prestige hergeben. So, Lösegeld. Boah, ich habe 10 Gefangene. Freilassung verhandeln. Okay, das bringt nichts. Lösegeld fordern, wird nicht annehmen. Dann werden wir sie an den Hof rekrutieren. Verliert 10 Jahre lang 15 Meinung. Ach, who cares? Lass die einfach frei. So, jetzt müssen wir alles machen, was irgendwie Prestige bringt. Kann man mit dem machen. Lösegeld fordern 25. Gräfin von Wild Desire. Freilassung verhandeln. Lösegeld fordern. Wer einen Gefallen? Sie ist wahnsinnig begriffsstutzig und verschwenderisch. Aber hübsch. Immerhin etwas. Aber der Rest ist alles nutzlos, leider. Mal schauen, ob es dann irgendwelche guten Fähigkeiten gibt. Der hat 10 im Kampfgeschick. Okay, brauche ich auch nicht. Lösegeld fordern. Wer ist denn das? Mein Höfling? Ach. Ich zahle kein Lösegeld da. Ja. Glaubenswandel. Was? Lebenswandel. Wie lange noch, bis ich das besser machen kann? Noch 9 Monate. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade gesehen, da unten in Barcelona, in der Gegend, werde ich mich jetzt versuchen. Ah, echt? Ja. Und hoffen, dass die dann zwischen mir sind, also dort Ah, bei dort. Okay. ja, der Herzog von Gascogne, dass der irgendwie mal langsam ein bisschen eingeht. Weil der hat leider auch einen bisschen strongeren Verbündeten, sein Vasall mit 1000 Mann. Und da sind sie halt gemeinsam dann auch stärker, als ich es bin. Daher muss das alles ein bisschen geschickt angestellt werden. Der hat vorhin einen Höfling von mir gefangen genommen und wollte Lösegeld. Ich habe abgelehnt und jetzt hat er ihn so freigelassen. Wow. Kannst du ein bisschen Schwanger. schneller stehen, Oh. stellen. Oh, stimmt. Ich muss aufpassen. Mein Neuer ist erst 19 und ich habe noch keine Kinder. Ei, ei, ei. Zum Glück ist sie jetzt schwanger.
So, und ich werde jetzt gleich mal ein Festmahl veranstalten, weil ich habe ja eh so viel Geld. Michi, kannst du mir nicht das Geld zurückzahlen? Jetzt würde ich es Wenn ich brauchen. es hätte. Oh, nein, es ist echt schlimm gerade. Ich probiere es mal mit dem Festmahl, weil ich muss echt schauen, dass ich meine Vasallen bei Laune halte, weil wenn die jetzt den Unabhängigkeitskrieg erklären, dann bin ich weg, glaube ich. Na. Ja, Island hat 3000 Mann. Wenn die irgendwen Verbündeten haben, weiß nicht. Nein, haben sie nicht. Na, eh haben sie nicht, aber wenn die wen dazu holen. Nein, tun sie nicht. Nein, dann holst du mich dazu. Ja. Ja, stellst du ein bisschen schneller? Achso, ja, sorry. Problem. Ich habe jetzt eh schon wieder 550 Prestige wenigstens. Wenn wir hier warten müssen. Du, kurze Frage. Hast du irgendwelche Artefakte? Nur eins. Was für ein? Eins, das mir Gesundheit gibt. Ich habe eins, das Prestige bringt. Okay. Wollte gerade fragen, ob ich dir das irgendwie schenken kann oder soll. Nicht. Aber vielleicht schenke ich das der Vasallin oben, weil die brauche ich eh nicht. Nein, wieso? Achso, darum kann ich es wählen. Ich sehe gerade, ich werde das mal. Wie lange hält es noch? 19 Jahre hält es noch? Achso, da muss ich mir jetzt keinen Stress machen. Ernsthaft, ich habe dir ein Artefakt geschenkt und da steht, gewinnt zwei Meinungen von euch. Das Wow. war ein scheiß Artefakt. Ja, es war irgendein Spielzeugkreisel oder Komm. sowas. Aber ja. Du kleiner Cheapskate. Ich brauche da wieder ein gescheites Bündnis. Nichts gegen dich, Mann. Ich habe gar kein Bündnis mehr, weil ich ja gestorben bin. Ist richtig. Sollten wir gleich wieder, gell? Tote Menschen dürfen keine Bündnisse haben. Ah, kannst du mir eins schicken? Ich habe das leider nicht. Nein. So denke ich nicht, deine. Aber die ist doch von dir. Ich kann die Krieg erklären. Aber kein Kriegsgrund. Das Problem ist, ich hab ja keine Kinder oder sonst irgendwas. Hast du nichts mehr, hast du. Nein, das ist wirklich nichts mehr. Ja, da müssen wir wohl warten, bis du ein Kind hast. Dann können wir wieder. Aber ich habe, glaube ich, gerade kein Kind. Können die inzüchtig sein? Nee, Moment. Ach doch, den da ist 9. Eigentlich auch ziemlich assi, dass du nur über Heirat ein Bündnis machen kannst. Ja, musst halt diesen Erfolg freischalten, dann geht's. Also dieses Ding. Fruchtbar, vererblich. Das ist alles mehr als. Achso, da unten sind noch welche. Was mit dem? Lüstern. Ne, rückgratloser Schurke. Robust, das ist gut. Hat er sonst für Fähigkeiten? Glaubenskrieger, Jungjäger. Okay, das klingt alles super. Den nehmen wir. Den nimmst du. So, jeder Gast gewinnt 10 Jahre lang 20 Meinungen von mir. Also das Festmahl bringt schon was. Drinnen wird dein Freund. Ein guter Schluck hebt stets meine Laune. Verliere Anspannung, weil ich trunken wollte bin. Ich habe doch keine Anspannung mehr. Na, dann bin ich mit meinem Hofnamen befreundet. Ah ja, siehst, ich habe ja verschiedene Vasallen, die verschiedene Ränge haben. Wäre es sinnvoll, einen Vasallen einem anderen unterzuordnen? Einem Häuptling quasi, einem Oberhäuptling? Ich habe keine Weil Ahnung, um dann habe ehrlich zu ich sein. weniger. Weil da gibt es den von Färöer zum Beispiel. Und den könnte ich dann. Den von Island dazugeben, ja. Ja, voll vernünftig. Boah, die hassen mich alle. Fast alle. Ich meine, die anderen, die mich hassen, die sind immer wurscht, die haben dann so 800 Mann oder so, aber. Nur noch 18 Tage. Ja. Lösegeld fordern? Gegen wen? Wie bist du? Oh, ein Ritter. Minus 2, halt die 20. So, ich habe jetzt wieder eine bessere Ruhmstufe bekommen.
Ruhmstufe. Ruhmstufe? Die Ruhmstufe. Entschuldigung, ich bin auch Lisbon. So. Wieso kann ich Anspruch stellen an meinen Hof? Achso. Komm, die 18 Tage sind rum. Gib mir den Antrittsplatz. Was passiert denn, wenn sie stirbt? Das ist gut. Das ist gut. Wenn die Komische da, die mich eh nicht mag, stirbt, dann ist die Haupterbin, warum auch immer. Achso, das ist ihre Schwester, okay. Die mag mich. Die Lester-Schwester. Zu weit entfernt für eine Interaktion, nur weil sie in Süditalien ist. Was? Das Spiel kann nicht zählen. Ja. Achso, es ist vermutlich in 18 Tagen entdeckt. Na, okay. Der mag mich, dem kann ich theoretisch an Vasallen verleihen. So, das probiere ich jetzt. Und zwar den. Ist das jetzt der? Na, das ist Fähre. Was sind denn das für Wicke 18 Tage? Okay, ich habe einen Vasallen jetzt am anderen Vasallen untergeordnet. Dadurch habe ich einen Vasallen weniger, um den ich mich kümmern muss. Das ist echt nicht so blöd. Das Problem ist, die anderen sind alle Oberhäuptlinge. Aber der eine war nur Häuptling, deswegen habe ich es machen können. Das ist der von den Färöer. Aber das ist gar nicht so blöd, ja. Das sollte man vielleicht in Zukunft auch achten. So, ich kann jetzt mal meine ganzen Armeen erhöhen. Jetzt werde ich hoffentlich ordentlich wachsen. Mein Sohn, mein Erbe. Boah, jetzt brauche ich wieder einen guten Namen. Michi? Möchtest du wieder das Alphabet durchgehen? Ja, mit irgendwas schon. Adolf, Bedolf, Cedolf? Nein. Hattest du Aaron schon mit Doppel-A? Und dann hast du Baron und Zaron. Das ist gut. Aaron Daron. Mit Doppel-A, ja. Sehr gut, danke. Und Aaron? Iron, das ist Englisch. Ja. Ja, okay, danke. Was ist denn da oben los? Haben die schon wieder Krieg da oben? Jetzt Krieg. Hört doch mal auf, Leute. Verteidigt gegen den hier. Nein. Entschuldigung. Ich habe endlich Glück mit meinem Bischof. Er ist 34 und hat ein Bildungsniveau von 23. 23? Ja. Not bad. Finally. So, ich habe da jetzt gerade einen Krieg beendet von meinen Vasallen. Boah, der hasst mich jetzt. Moment. Hä? Der hat 2600 Mann und hat ihn hier angegriffen, der nur 987 hat. Okay. Kann's ja verstehen. Ach, dieses verfluchte Wessex. Die waren so lange meine treue Verbündeten, hä? Und jetzt sind sie solche Bastarde. So. Was glauben die eigentlich, wer die sind hier? Wessex. Soll ich mal schauen, dass ich meinen Sohn unterrichte? Das vergesse ich immer bei den neuen Kindern, aber es sind halt so viele. Meistens. So, gibt's irgendwas Gutes mit Bündnis macht im Moment? Lothringen. 7500 Mann. Lothringen? Ja, ich bin mit Lothringen verbündet. Das ist... Schauen wir mal. Ziemlich wild. Ich habe nämlich sonst gar kein Bündnis noch und... Ich will das ja nur so als Defensivbündnis haben, so quasi... Dass sich niemand traut, mich anzugreifen.
Man muss halt denken, dass das aber auch in beide Richtungen gehen kann, gell? Ja. Ich werde dann einfach auf Beitreten klicken und dann schicke ich denen so eine 200er Armee rüber. Genau. Die haben nie definiert, wie viel sie wollen. Jetzt passiert eigentlich eh gerade nichts, oder? Weil dann können wir jetzt hier gut den Part beenden. Genau, nein, bei mir passiert auch nichts. Passt. Das heißt, wir sind damit beschäftigt, dass wir unseren Aufbau wieder schaffen, oder? Du wirst in Ja. Richtung Süden gehen jetzt. Ja, mal schauen. Irgendwo. Ja, Irgendwo werde ich schon. vielleicht ergibt sich in England eh noch was anderes. Wir müssen mal ein bisschen Ruhe in dieses Land bringen, glaube ich. In England? Ja. Es ist mir zu eng. Land. Gut. Danke fürs Einschalten. Ciao.